Ihr habt euch sicher schon gefragt, warum wir diese ganzen Additionstheoreme und so brauchen. Das kommt daher, dass wir dadurch trigonometrische Gleichungen lösen können. Das ist eine sogenannte trigonometrische Gleichung. Wenn irgendwas mit Cosinus Alpha oder sowas dabei steht, und in dem Fall jetzt eben sogar ein Cosinus Alpha plus 50 Grad. Irgendwie müssen wir das jetzt schauen, dass wir das nach Alpha auflösen können. Ist ja die quasi einzig Unbekannte und sollte somit funktionieren. Als erstes machen wir diesen über Kreuz multiplizieren. Ihr nennt das auch den Tricky Trick. Das heißt, hier landet Cosinus Alpha mit einer 0,4 und Cosinus von Alpha plus 50 Grad bleibt mit 1 multipliziert, weil man sich das quasi als 0,4 Eintel denken kann. So, und jetzt sind wir aber schon in einer leichten Sackgasse, weil hier nach Cosinus Alpha aufzulösen ist etwas schwierig. Aber wir kennen doch mittlerweile ein paar Formeln. Jetzt schauen wir uns mal, wo irgendwas dabei steht, was uns passt. Ja, es ist kein doppelter Winkel, es ist kein halber Winkel. Wir sind eindeutig hier bei der Geschichte Cosinus Alpha plus ein anderer Winkel. Beta ist in dem Fall nur 50 Grad. Heißt, wir können das hier ersetzen. Cosinus von Alpha, Cosinus 50 Grad, minus Sinus Alpha, Sinus 50 Grad. Das ist die Geschichte hier des Umwandelns. Ja, und als nächstes versuchen wir alle mit Cosinus auf eine Seite zu kriegen. Hier 0,4 Cosinus Alpha und das hier ziehen wir nach drüben. Minus Cosinus Alpha, Cosinus 50 Grad. Bei diesen beiden auf der linken Seite kann ich jetzt den Cosinus Alpha ausklammern. Dann steht dran 0,4 minus Cosinus 50 Grad. Das könnte ich jetzt sogar berechnen, aber das würde ich an dieser Stelle nicht empfehlen. Wer hier schon anfängt zu runden, wird das Ergebnis ganz stark verfälschen. Gut, dann geht's weiter. Wir haben jetzt hier Cosinus Alpha stehen und hier drüben minus Sinus Alpha. Das heißt, wir haben hier eine Unbekannte und hier eine Unbekannte. Aber wir wissen doch, wenn wir jetzt zum Beispiel Sinus Alpha durch Cosinus Alpha dran stehen hätten, dann könnten wir das zusammenfassen zu Tangens Alpha. Also machen wir es doch ganz einfach so. Wir bringen das Cosinus Alpha hier rüber. Also teilen das hier weg, dann landet es hier unten drin, dann haben wir auf der rechten Seite Sinus Alpha durch Cosinus Alpha stehen, denn wir müssen eigentlich quasi nur noch auf der rechten Seite durch minus Sinus 50 Grad dividieren. Auf der linken Seite haben wir jetzt quasi lauter Sachen stehen, die zu berechnen sind, und auf der rechten Seite steht Sinus Alpha durch Cosinus Alpha, und das ist Tangens. Wenn ich das Ganze jetzt einsetze oder auflöse, erhalte ich 17,59 Grad. Beim Tangens muss man da immer noch 180 Grad da drauf zählen, um den zweiten Winkel zu bestimmen. Ja, was haben wir nach und nach gemacht? Wir haben das Ganze erstmal aus dem Bruch gelöst, dass kein Bruch mehr dran steht, also hier in eine Zeile. Dann haben wir die Additionstheoreme angewandt, um eben diese Winkelklammern aufzulösen. Winkelklammern in Anführungsstrichen, ich hoffe, ihr wisst, was damit gemeint ist. Einfach zwei Winkel, die in der Klammer stehen, das wird durch die Additionstheoreme aufgelöst. Dann haben wir die Kosinusse nach links, die Sinusse nach rechts und dann das Ganze so umgeformt, dass Cosinus Alpha links alleine als Faktor steht. Also nach Cosinus Alpha ausklammert. Das kann auch mal bei einer anderen Aufgabe sein, dass man eben nach Sinus Alpha ausklammert. Es soll auf jeden Fall ein Produkt links stehen, wo Cosinus Alpha vorkommt, und ein Produkt rechts stehen, wo Sinus Alpha vorkommt. So, und dann wurschtle ich das Ganze so hin und her, dass das Ganze so dran steht, Sinus Alpha durch Cosinus Alpha, ersetzt das Ganze durch den Tangens und schon habe ich eine Möglichkeit gefunden, wie ich diesen doch anfänglich sehr komplizierte Gleichung tatsächlich nach Alpha habe auflösen können. Das Ganze übertragt ihr bitte jetzt in euer Themenheft und dazu passend macht ihr bitte auf Seite 123 die Aufgabe 2. Kontrolliert es auch bitte gleich mit den Ergebnissen, die drunter stehen. Konzentriertes Rechnen, solche trigonomischen Gleichungen sind nicht die leichtesten.